Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge von Red Matter. Ich bin der Schansen und wir legen direkt los. Beim letzten Mal sind wir direkt hier reingekommen durch ein Fenster hier. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Denn war ein kleiner Aufwand hier reinzukommen. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. So, ich bin immer noch begeistert. Ich habe die Nachricht erhalten, dass Irina Serova eine Versetzung nach Straker N3 beantragt hat. Ihre Fortschritte mit der roten Materie auf der Tosca-Station sind unbedeutend. Unsere Fortschritte sind dagegen vielversprechender. Macht weiter so, Genossen. Gute Arbeit. Okay. Wir testen die Auswirkungen unterschiedlicher Lichtfrequenzen auf die rote Materie, aber ich habe ernsthafte Zweifel, ob wir die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ich bin schon die zweite Vertretung, die Sie hier im Labor gerufen haben, und werde langsam selbst schlecht. Oh, bin ich nicht so gesund hier. So, lass mal schauen. Ja. Ist hier noch voll die Batterie? Mal testen. Oh, Entschuldigung. So, guck mal. Batterie 100% geladen. Okay, die Batterie nehmen wir einfach mit. Kann ich die keine mitnehmen? Kann ich hier nicht rein? Ach, da habe ich schon was. Okay, dann ist es. Warte mal. Wollen die hier rein? Was habe ich denn da unten drin? Ach, die Schlüsselkarte. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die haben wir gescannt. Gut, dann lass mal gucken. Was sollen wir hier machen? Ist die Frage. Hier ist die rote Materie bestimmt. Was gehen wir mal? Unbekannte Biomasse. Kein Lebenszeichen entdeckt. Kann ich da rumgehen? Ja, okay. Die Uhr hat ja auch irgendwas an einem Fehler. Volgramische Standorte. Sie scheint eine Fehlfunktion zu haben. Ein seltener Fall von fehlerhaften volgramischen Technologie. Das ist wahrscheinlich die rote Materie, die da Auswirkungen drauf hat. So, das sieht doch schon mal gut aus. Sieht aus wie wieder ein Plan. Schematische Darstellung des Multifrequenz-Lichtstrahlers mit einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Hauptkomponenten. Okay, das Gerät steht wo? Hier drinnen vielleicht? Das wird das da sein? Das da vorne? Das wird das Gerät sein, ne? Ja, genau. Experimenteller Multifrequenzlichtstrahl sendet einen konzentrierten Lichtstrahl mit einer bestimmten Frequenz aus. Die Exposition gegenüber den... Okay. Gut. Müssen wir mal gucken, was hier noch so gibt. Also hier ist ja ein Ding, was wahrscheinlich Strom geben soll. Die Batterie haben wir dabei. Packen wir direkt rein. Oh. Mann! So. Dann machen wir es mal an. Okay, der Strahl geht da rein. Was passiert nicht? Aha. Also das Ding ist für irgendwas gut. Müssen wir auch überlegen, ist für was. Irgendwo muss der ja hinstrahlen. Bloß wohin? Da vielleicht gegen. Warte mal. Kann man das so machen noch? Nicht, dass er mich ja trifft, dann bin ich gleich tot. Okay, wahrscheinlich soll ich da nichts machen. Ja. Kann auch kurz noch runterstrahlen. Materie? So ein bisschen brutzeln. Was ist das denn für ein Gerät hier? Ein Mikroskop mit einer erhöhten Auflösung für den Fall, dass ein normales Mikroskop nicht rausreicht. Okay. Also wir müssen, glaube ich, den Strahl irgendwo hinsenden. Die Frage ist nur, wohin? Also, der... Hier ist noch so ein Spiegel. Also wir müssen von hier aus irgendwo hinsenden. Warte mal, was steht denn da? Vergleichende Analyse der Probe nach der Bestrahlung mit Hochfrequenzprotonen. Abschließender Bericht über die an der... Und die Masse, okay. Dahinter ist aber genau das gleiche wie da, das Bild. Ist auf der Rückseite irgendwas? Nee, aber wir müssen den auf jeden Fall weg haben hier. Denn der steht im Weg. Wo genau, weiß ich noch nicht hin, aber weg muss der auf jeden Fall. So. Schieben wir die mal da hinten hin. So. Hier müssen wir wahrscheinlich durchschießen. Das ist aber nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Weiß nicht, ob das reicht, wenn wir die Bücher mal weg. Hm.
Na? So weg. So, der Stahl geht dahin, aber muss ja irgendwo landen. Das ist die Frage, wo? Vielleicht auf den Brocken da drüben. Seht ihr das sogar? Probieren es mal, wir darauf landen. Geht die Tür auf. Aber warum? Gehen wir auch mal da raus. Gucken mal. Gucken, ob da nicht ein Gegner kommt. Nehmen wir die Waffe raus. Da muss eine Batterie rein. Okay, die Tür ist auf. Jetzt muss ich irgendwas dazwischen schieben, damit ich wieder rauskomme. Ach so, okay. Ja, warte mal. Können wir den hier oben wegnehmen? Nee, aber das ganze Ding können wir mitnehmen, ne? Perfekt. Okay. Gut, dann müssen wir den Wagen wahrscheinlich dazwischen schieben, damit die Tür nicht zugeht. Oh, das Ding ist schwer. Alter, das ist schwer. So. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Halt. Oh mein Gott, Alter, was machst du denn hier? So. Kriegen wir das Ding wieder reingeschoben? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Okay, noch kurz hinten, warte mal. Wollte ich gerade wirklich nach hinten gehen, also ganz bescheuert. Weil ich nämlich das so echt vorkam gerade. So, jetzt sind wir noch genau in der Tür drin hier. Perfekt. Jetzt können wir nämlich so machen und holen uns die Batterie. Ach, guck mal, deswegen da oben ist der. Aha. Jetzt habe ich gecheckt. Aber die Batterie brauchen wir trotzdem wieder. Und ich glaube, das war's denn. Ach so, ich hätte gedacht, dass die Tür jetzt nicht zugeht, weil. Oder dass sie zugeht und die Tür das offen. Okay, egal. Wir haben es trotzdem richtig gemacht. So, jetzt können wir hier die Batterie reintun. Zack. Und jetzt können wir das Gerät ausschalten, glaube ich, gleich. Testen wir mal. Systemzugriff. Verbindung wird hergestellt. X drücken, um zu hacken. Ich hasse diese Videosequenzen hier. Gut, zwei Stück. So. Turmschilde aus. Turret shield is down. So, jetzt können wir das Ding abschließen. Okay, great. Now just. Oh. Shit. What was that? We've got company. Naja, eigentlich nicht so schlimm, oder? Ja, man muss natürlich nur treffen können, ne? Der wird doch ein bisschen weit weggeblümmern. Gar nichts bei ihm. Ich hab wirklich nichts bei ihm, kann das sein? Da ist noch getroffen, okay. Oh, er hat mich getroffen. Nicht gut. Kurz warten, bis mein Leben wiederkommt. Oder kommt es erst wieder, wenn ich wahrscheinlich. Jetzt kommen wir mal wieder, okay. An. So, Waffe. Komm mal hier. Hab mich getroffen. Ist irgendwas unten? Hm.
Gut. Okay, problem solved. Beta, I'm going down. Roger that. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter in das Loch da. Deswegen wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Okay. Beta, I'm headed through some underground maintenance corridors. Interferenzen, okay. Dann geht's nicht weiter. Was ist ein Loch drin? Okay. Waffe parat. Oh, schon wieder so ein Ekelkram. Ach, nee. Das ist doch meistens, wenn das kommt, dann habe ich ja keinen Kontakt zu meiner... Ja, stimmt ja auch nicht. Okay, oh, das sieht echt eklig. Das sieht eklig aus, aber es sieht geil aus. Es sieht wirklich geil aus hier. Mit diesem Effekt hier. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon ganz nett. Nices Ding. Okay. Sieht aus wie so ein Lavagestein, aber es ist eher so ein... Shit. Das hätte ich wohl nicht machen sollen. Hatten wir schon ein paar Mal dieses mit dem Helm, ne? Sasha? Oh, I lost you again. Was it another hallucination? Yeah, it's nothing. I'm good. Naja, I'm good, ne? So oder so ist es echt eher scheiße als gut. Gut. So geheime Sachen kann man hier nicht finden, ne? Oder ist da eine Tür? Da ist ein kleiner Weg, guck mal. Wir gehen erstmal hier längs, oder wir gehen erstmal durch den Weg, wenn ich schon mal hier bin. Kurz mal schlecht machen hier. Guck mal, so ein kleiner Geheimgang, oder? Da können wir durchgehen auf jeden Fall. Also klaustrophobische Veranlagung darf man hier nicht haben, wie man sieht. Bin ich gleich denselben Gang wieder rausgekommen? Wo ich reingegangen bin? Kann das sein? Kann ich aufmachen, okay. Meine Waffe? Nein, geht auch nicht, okay. Gut, müssen wir hier erstmal weitergehen. Gut, schauen wir mal. Wollte mich gerade kackeiern? Okay, das Rad haben wir hier, aber wofür brauchen wir das? Warte mal, da kommt Feuer raus, kann man schon irgendwo abdrehen. Lass uns mal die Rohre folgen. Die links. Haha, okay. Aha. Ist das vielleicht der Tunnel, auf die andere Seite zu kommen? Das kann gut sein. Komm, wir versuchen es mal. Gehen wir nochmal den Weg hier durch. Und gucken, ob wir da irgendwo auf die andere Seite kommen. Nee. Kann ich auch nicht aufmachen hier. Nee, das krieg ich nicht auf. Okay, hier geht's nicht längs. Aber da war noch ein anderer Weg, ne? Den wir nehmen. So, also hier kommen wir nicht durch. Aber da hinten war ja noch ein Weg, also den wir gekommen sind. Und den müssten wir noch durchgehen können, ne? Ganz schwindelig, wenn man hier runter geht.
zu? Ist das zugegangen, als wir hier... Ne, hier geht's auch noch längs, okay. Ein Labyrinth. Hier geht's raus, okay. Ah, perfekt, guck mal, da ist das Ding zum Drehen. Das machen wir jetzt einfach. Och, ist das dein Ernst? Weg mit der bekackten Kiste. So. Okay. Schön gerade hinstellen. Und los geht's. Gut, können wir jetzt einen Weg auch längs gehen dann? Anscheinend. Nee. Da scheint immer noch Feuer zu sein. Nee. Hier ist frei. Okay. So, geht die Tür mal auf. Perfekt. Stellen wir die Waffe um. Wer weiß, was hier uns entgegenkommt. Tut, tut, tut. Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, also jetzt mal ganz im Ernst. Es ist natürlich, guck mal genau hin, dann sieht man natürlich hier, Texturen sind etwas grob, ne? Aber ganz ehrlich, für so ein Standalone-Gerät ist es schon verteuflisch gut. Also wenn man sich bei Half-Life Alyx das mal anguckt, dann ist die, ja, ist jetzt die Grafik natürlich wesentlich besser, klar, wissen wir. Aber wenn man dichter rangeht, sind die Texturen auch so lala. Es sei denn, man hat so einen High-End-Rechner, dann kriegt man vielleicht bessere Texturen. Aber das Spiel ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Ich glaube, da gibt es keine besseren Texturen mehr für. Dafür ist das hier schon echt ein Brett, muss man sagen. So. Ups. Okay, das ist ein... Schon wieder so ein Ding. Hat das ein Schild? Da hat es kein Schild. Es gibt sogar zwei, ne? Wie man sieht. Hat auch ein Schild, scheiße. Okay. Aber wir können drunter gehen, da dürfte eigentlich nichts passieren, ne? Da hochfliegen können wir anscheinend nicht. Dann werden wir sofort gesehen. Also das glaube ich zumindest. Was ist das denn hier? Ist das eine Bombe? Da ist noch einer. Okay, das wird schwierig. Da müssen wir wahrscheinlich hochkommen. Und nicht erwischt werden. Das könnte ganz schön knifflig sein. Ich würde sagen, wir starten von dem hier aus, oder? Oder wie weit scannt der andere? Okay, mal gucken. Wer ist da dahinter? Das ist ja nicht so wild. So. Wenn wir darüber müssen, müssen wir natürlich sehr schnell laufen, wie man sieht. Und ab wo kann er mich denn nicht mehr sehen? Hier oben ist auch irgendwas. Lass uns erstmal da hoch. Kurz gucken, einmal kurz gucken, wie weit er scannt bis hier oben rüber. Nö, wir können auch direkt hochfliegen. Gut. Lass mal hier reingehen. Fehlt eine Batterie. Klar fehlt eine Batterie. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Oh, shit. So this is why Lysenko was trying to keep people out. Rum. What have you found? Interplanetary missiles. They've injected the warheads with red matter. Can you believe it? Beta, are you there? Yeah, I'm still processing. Okay. I just can't believe the Cosmo Bureau would allow using the red matter for this. Elektrik, eine Menge bitte. Okay. Also, wir müssen jetzt hier. Stimmt doch nicht. Wir müssen Strom nach oben lenken. Dann ist die Tür da drüben. Ah, okay, okay. Gut, kein Problem. Kriegen wir hin. Dann machen wir auf und stellen die Dinger dazwischen. Dann können wir da auf jeden Fall reinkommen. So, pass mal auf. Zack. Da rüber. Würde ich sagen, ne? Na komm. Oh.
Und den da oben drauf noch. So, hoch. Hochheben. Ups. Kommt noch locker, locker raus, glaube ich. Okay, dann drehen wir nochmal. Saft um. Tür hängt fest. Wir gehen hier locker raus. Gucken wir mal, was hier nebenan in diesem Büro ist. Boom. Okay. Mekador-Projektion der Erdkugel. Mehrere strategische Ziele wurden mit Miniaturflaggen markiert. Ach du Scheiße. Das wollen sie bombardieren wahrscheinlich. Zeittafel. Alle möglichen strategischen Ziele, die im Reichweite des Raketenangriffs liegen. Das sind echt verrückte Typen, ne? Geht nicht. Fehlt Strom. Hier steht Strom, da kann ich schon nichts machen jetzt, ne? Doch. Gucken wir mal. Verbindung hergestellt, X drücken, um zu hacken. Wir hacken nochmal kurz. Ups. Super. Okay. X drücken, um die Übertragung zu starten. Found another server terminal. Data should be on its way. Think it'll give us any clues about what actually happened to this place? I guess we'll find out soon enough. Ach, den Projektor Mann. Bin ich mal gespannt. Hier geht's zurück, okay. Pass auf, wir scannen das mal ab. Okay. Wir haben es geschafft, die rote Materie zu stabilisieren. Der Prototyp IM3 hat sich als Schlüssel zur Entfaltung ihres vollen Zerstörungspotenzials erwiesen. Dieser Prototyp interplanetarer Raketen kann problemlos alle 7 Kontinente der Erde sowie jedes Ziel im Sonnensystem erreichen. Gott. Wir konnten die Gewinnung von roter Materie vom Ground Zero beschleunigen und unsere Produktionskapazität drastisch erhöhen. Mein Gott. Dank unserer neuesten Entwicklung hat sich der Explosionsradius verdoppelt. Okay. Ja. Uncool. Mehr gibt's nicht, es gibt's halt letzte. Das ist schon so ein bisschen uncool. Oh, was für ein Code? Da ist eine Batterie drin, den brauchen wir ja. Aber jetzt brauchen wir nämlich so den Code finden. Liegt der hier? Ich weiß, dass du immer wieder den Code für den Safe vergisst. Schau dir einfach die Folien in meiner Präsentation an. Und ich bin sicher, dass dir alles wieder einfällt. Ein großer Fortschritt. Diese Waffen werden das letzte Zünglein einer Waage sein. Der Rest der Planeten wird lernen, uns zu respektieren, wenn sie sehen, welche Macht wir erlangt haben. Okay, müssen wir mal angucken. Da unten ist eine 8. Mal kurz gucken. Also das ist die erste. Wir gucken mal die erste Folie an, das ist die hier. Man könnte vielleicht die Punkte mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wären 9 Punkte, die man sieht, ne? 8 Punkte, die man sieht. Die anderen sind so leicht verschwommen. Also wäre das 8. Oder da unten ist auch, da unten könnte auch eine 3 stehen da, ne? Könnt ihr das sehen? Also, ich sehe aber 8 Graphen. Das heißt, ich würde mal auf die 8 tippen, also 8. 4 Pfeile, 8, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Raketen? Oh, nee. Und 4. Das geht ja gar nicht. Warte mal. Ja, das ist falsch. Lass uns mal die Dinge angucken. Da kann man irgendwann die. Gucken wir die Folien nochmal genau an. Kann man irgendwas anderes noch erkennen? Das hier könnte eine 3 sein. Aber es könnte auch das da oben gemeint sein, diese Graphen, ne? Schwierig, schwierig. Also wenn das eine 3 wäre, dann wäre das hier... Ich sehe das nicht. Man könnte meinen, das hier unten wäre vielleicht eine 7, das da. Ja?
könnten auch die Pfeile gemeint sein, dass man die zählen muss, ne? Also, der Best. Ich würde wieder 3, 7. 1. Ich würde das dann als 1 nehmen hier. Da. 1, also 3, 7, 1. 3, 7, 1, 8. 3, 7, 1, 8. 3, 7, 1, 8. 3. Ach so, Quatsch, da sind ja diese Zeichen drauf. Ja, 3. 7, die hier vielleicht. Und dann so ein Strich. Eine 1. 1 und 8. Das ist verkehrt. Das ist auch kein Strich hier, ne? Ich glaube, das ist verkehrt. Gucken wir mal durch hier. Das würde ich. Vielleicht auch immer das letzte Zeichen. Also vielleicht auch immer das letzte Zeichen vom Punkt. Dann wäre das da. E. E. Nee, das ist verkehrt. Das ist 8. Aber hier habe ich eine 1 gesehen. Das ist keine 1. Das ist eine andere Zahl. Schau dir die Folie nochmal genau an. Hör ich die Einstellung hier? Shit, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Also gucken wir uns die nochmal genau an von der Präsentation. Also die erste. Das Geheimnis auf der ersten Folie drauf. Da es genau 4 Folien sind, würde ich behaupten, dass auch 4 Folien gemeint sind. Also. Hier ist die erste Folie. Und wir testen das mal. Ich teste jetzt mal die Graphen. Da oben stehen 8 Graphen. Stellen wir hier mal die 8 ein. 8. Hier haben wir 4 Pfeile. So, stellen wir die 4 ein. 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Da. Hier haben, aber das ist ja Quatsch, hier haben wir ja 9 Raketen. 10, 11, Entschuldigung, 11 Raketen. Passt ja gar nicht. Die letzte wäre dann 1, 2, 3, 4 Sachen wieder. So, 4. Ich zähle einfach alle Zahlen durch. Bei dem? Nee. Also das ist jetzt so eine Raterei. Das wäre natürlich blöd. Wir müssen jetzt rausfinden, wie das funktioniert. Oh, wahrscheinlich sitzt einer draußen zu Hause vom Rechner und sagt sich, du Idiot, Schansen. Kann man doch sofort sehen, du Fickkopf. Aber ich sehe es echt nicht. Also ganz ehrlich, das fällt doch voll auf hier, oder? Diese 3, die fällt doch super auf. Das heißt, ich würde behaupten, dass das hier eine 3 ist. Also dieses 3-Ding, oder? Das würde jeder sagen. Gut. Und hier? Da fehlt nur diese eine Zahl hier auch. Da, die da. 7. Ich würde auch sagen, dass das ist denn. Genau. Aber hier weiß ich halt nicht. Hier weiß ich es wirklich nicht. Okay, aber das ist auch nicht das Problem. Hier haben wir die 8, ne? Das heißt, die dritte können wir wieder mal drehen, bis wir da hinkommen vielleicht. So, das ist 8. Hier müssen wir uns hinraten. Nein. 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 Nein.
Gibt die noch einen Tipp auf diesen Text da? Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß, dass du immer wieder den Code für den Safe vergisst. Schau dir einfach die Folien in meiner Präsentation an und ich bin sicher, dass es dir alles wieder einfällt. Ey, mir fällt's nicht ein, ich bin zu dumm. Ich bin wirklich zu dumm, das verstehe ich nicht. Klack, klack, klack. Die Folien, sagt sie. Sie sagt ja nicht die Folie, sondern die Folien. Oder muss es eine andere Reihenfolge sein vielleicht? Kann es ja auch nicht sein. Wir kennen es nicht. Ich sag mal, wie ist denn da die Lösung? Das ist doch normal. Gut, gut, also müssen wir mal überlegen. Schau dir die Kackfolien an. Das haben wir jetzt gerade gemacht und zwar nicht zu knapp. Oder ist hier auf einer Folie der ganze Code drauf? Ich glaube nicht. Das ist was anderes. Das ist nicht der Code. Das ist vielleicht irgendwo versteckt, ist der Code. Also klar, ist er versteckt, aber dass er irgendwie in einem Stück steht irgendwo. Ich kann es bloß nicht sehen, wenn... Da ist auch eine 3 drin, ne? Das hat ja wahrscheinlich was anderes zu bedeuten. Oder hier ist eine 3. Da ist eine 7. Da ist auch eine 7. Krass. Ich weiß es nicht. Ich blicke es nicht. Wieso verstehe ich das denn nicht? Das ist doch irgendwie... Das ist doch ein bisschen crazy gerade. Warte, wir machen mal kurz. Jetzt gehen wir mal durch, da. Wir haben es geschafft, die rote mit der Prototyp. IM3 hat sich Schlüssel. Okay. Hier ist eine 3 drin gewesen, ne? Hier ist eine 7. 3, 7. Ground Zero. Zero, 3, 7, 0. Zwei. 3702 vielleicht. Verdoppelt. 3702. 370. Wow, ich hab's rausgefunden. Ah, okay, ja, okay. War ja vielleicht doch gar nicht so schwer. Zack. Was nimmt die Wein oder denkst du damit nichts? So. Mein Gott, das war jetzt gar nicht so einfach. Ziemlich bekloppt war das auch noch. So. Jetzt können wir erstmal gleich den Dings ausstellen. Hallo.
Und jetzt wollen wir mal gleich das System deaktivieren. Kommen wahrscheinlich auch gleich die Dinger wieder raus, die es gehackt haben. Pass auf. Also die. Auf den Pfeil folgen, ne? Total dumm von mir. So. Das aus, Zugangsterminal. Ah, okay, gut. Das ist perfekt. Jetzt sind wir auch jetzt kaputt. Ich glaube, es kommen wieder ein paar Viecher gleich. Muss man schon aufpassen. Okay, das war dumm von mir. Sasha? Sasha, can you hear me? Aber ich glaube, wir sind nicht so weit weg. Wir haben Batterien sogar schon geholt. Genau, wir sind direkt hier. Wir müssen also nur noch mal kurz das anschließen. Da müssen wir schon vorsichtig sein. Ah, so nochmal. Ja, ja, machen wir schnell. Komm, komm, komm. So. Okay. Noch einmal probieren. Das Problem ist auch, das Ding so schnell zu treffen, ne? Upsala. Ups, von da kann ich auch treffen. Der andere so ein bisschen, ne? Gehen wir schnell rüber. Andersweise. Okay. Machen wir erstmal den einen kaputt hier. So, jetzt hier drüben nochmal. Na komm. Das treffe ich ja nicht. Perfekt. Und zum Zugangsterminal. Gut. Der Schwede. Kommen wir mit unserem Code da wieder rein, bestimmt, ne? Ja. Und jetzt wieder von Black. You're almost at the main hall. Stas can't have gotten much further. Perfekt. Genau, ab hier machen wir weiter beim nächsten Mal. Denn wenn ich jetzt hier weitermache, glaube ich, dann kommen sowieso Gegner, das wissen wir jetzt schon, das wissen wir alle. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.